Und das passierte beim letzten Mal. Soweit die Geschichte. Der Fürst des Schwarzen Steins ist verschwunden. Sein Lächeln, ein Versprechen, dass noch mehr kommt. Findest du die Kraft, um das Dritte Königreich wiederherzustellen? Oder werden deine Brüder auftauchen? Ist das wirklich eine Frage, die sich stellt? Ob ich es schaffen werde? Tut nicht so, als würde die Möglichkeit bestehen, dass ich scheitere. Ich habe den Schlüssel, Krähenvater. Dann darfst du endlich den Quell der Seelen betreten. Aber bist du einmal dort, kommst du auf diesem Weg nicht mehr zurück. Ich bin so weit gekommen, Krähenvater. Ich kehre nicht um. Dann sei gewarnt, Reiter des Todes. Eine dunkle Wesenheit bewacht den Quell. Und die Saat des Verderbens windet sich darin. Der Quell ist verdorben. Ja, doch nicht auf namenlose Art, wie du es bislang erlebt hast. Nein. Das Verderben hat einen Champion erkoren. Eine Stimme, die ihren Ruf zum Aufstand erklingen lässt. Dann werde ich das zu Ende bringen. Hier und jetzt. Vergiss nicht, was du erfahren hast, Reiter. Verderben ist das Ende aller Dinge. Selbst des Todes. Der Baum, die Schlüssel, der Quell. Warum habe ich den Eindruck, dass du mich prüfst? Du prüfst dich selbst, alter Freund. Wegen dem, was du getan hast. Wegen dem, was du tun musstest. Und jetzt stehst du vor der ultimativen Prüfung. Wirst du den Tod bringen oder Leben geben? Gute Frage. Gute Frage. So, wir könnten jetzt da reingehen. Wie sieht denn unser Lebensvorrat und alles aus? Lasst uns mal ganz kurz ins Inventar gehen. Wir haben keine Fähigkeitspunkte zu verteilen. Wir haben... Mir wurde gesagt, wenn ich hier den Dämonentalisman anlege, kann ich diese düsteren Kreaturen noch sehen. Jetzt ist natürlich für mich wirklich die Frage, gehen wir da jetzt rein, weil das Ganze sieht nach Endspiel aus. Und eigentlich möchte ich das Ganze noch nicht unbedingt direkt zum Ende führen, sondern würde gerne mit euch vorher noch Rüstung, Waffen, Talismane, vorher noch die ein oder andere Prüfung bestehen. Erst einmal gedenke ich, hier runter zu gehen. Und den ein oder anderen, ja, Schlüssel erst noch zu benutzen, beziehungsweise zu ergattern. Wenn ich das hier richtig gesehen habe, müssen wir ja sowieso erstmal hier rein, genau, Schlangenvariant. Dann da vorne wieder raus. Und dann ist hier vorne auch irgendwo nochmal... Glaube ich zumindest. Eine Geheimnishöhle. Wenn ich mich da nicht recht irre. Ja, und dann könnten wir halt... Das ist der Schlangenfoliant. Ja, das war der Röntgen aber gerade gar nicht. Ich müsste zu Wulgrim.
Und die Feuerprobe könnten wir natürlich auch noch. Die Feuerprobe könnten wir natürlich auch noch. Eben. Nochmal in Angriff nehmen. Ich denke, ich suche zuerst. Na komm, lass mich aufs Pferd. Zuerst nochmal die Welten auf, wo ich diese dunklen Kreaturen entdeckt habe. Das heißt einmal hier in die Welt der Knochen auch. Warte, wo ist das? Ist es da? Da war so einer. Ist das hier? Das ist die Schmiedelande. Gehe ich erstmal dahin. Weil in der Welt der Knochen wurde mir nämlich auch noch gesagt, ich kann da auch noch in das Labyrinth gehen. Und ich würde auch das gerne noch sehen, bevor wir uns zum Ende begeben. Ich meine, das Ganze hier ist so geil gemacht, dass ich eigentlich gar nicht genug davon bekommen kann. Jetzt gucken wir mal, ob ich auf diese Art und Weise überhaupt jetzt wirklich auch, ich habe diesen roten Talisman schließlich, ob ich dann jetzt diese Kreatur finden kann. Oder ob ich dann noch was anderes für brauche. Ah, dann hier drüben müsste doch einer von denen sein. Hier war doch einer. Hier direkt. Nicht? Das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nicht. Das habe ich auch mitbekommen. Okay, also so schon mal nicht. Dabei habe ich doch dann jetzt... Da kann ich nochmal... Okay, das hat es jetzt nicht so gebracht. Finsterer Talisman, der vielleicht. Nicht, dass ich wüsste. Nee. Also so auch nicht. Wo ist denn hier mal so ein Vulgrim aus dem Posten? Wobei vielleicht den guten Herrn Vulgrim finden wir auch im Reich der Knochen. Da gehe ich dann jetzt direkt als nächstes hin. Und dann schauen wir uns mal eben an, was hier? Da? Wie das Ganze mit dem... Zu diesem Kanzler muss ich nämlich nochmal. Und der lässt uns dann in das Labyrinth, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die Welt dürfte die richtige sein. Ja. Ist es auch Psycheramiron? Das ist da, wo wir den Endgegner besiegt haben. Kann das sein? Ich gucke jetzt einfach mal. Also ein bisschen gucken können wir ja noch. Psychameron. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen wir hier gekämpft haben. Ach, das ist da, wo auch dieses... Dings hingeflogen ist. Ja, das hier, genau. Ah, ja, ja, ja. Was sagt denn die Karte dazu? Die Karte sagt, hier hätten wir alles gehabt. Ansonsten. Rüstung, Waffen, Talismane. Wo ist denn der Kollege Vulgrim? Allgemeine Gegenstände, ist es das dann?
Ist hier ein Wulgrim? Das hier müsste ein Wulgrim sein, oder? Bin ich richtig? Moment. Ich hoffe ja. Was? Boah, die halten aber viel aus, Mann. Du hast das getan. Krasser Typ. Für so einen Mob? So. Noch eine besessene Klinge. Schön. Ja, was ich aber eigentlich wollte, ist... Aufgabenliste nochmal anzeigen. Stück und Buch der Toten. Vollständige. Okay, da müsste ich wirklich nur noch eins finden anscheinend. Das hier hinten ist die Schatzkammer. Labyrinth des Lenkers. Seelenlenkers. Ah, look at this. Stöcke und Steine. Seelen. Die Höllenwochen, ja, die finde ich nie. Vergiss es. Quell der Seelen, ja, aber ich will nicht. Ich will noch nicht Ende machen. Okay, ich bin auf der falschen Seite rausgelaufen. Um das schon mal klarzustellen. Wenn ich zu dem Kollegen Wulgrim will, dann... der manchmal sehr seltsame Stirnlaute von sich gibt, dann muss ich erstmal hier lang. Ich muss alleine gehen. Ah ja, okay. Ich glaube... Moment. Ich sollte auch nochmal eben den anderen Talisman anziehen. Weil der hier ja offensichtlich irgendwie nicht wirklich was gebracht hat. Benutze ich halt lieber den, der was bringt. Ah, hier drüben. Und ich scheine jetzt gerade auch irgendwie gar nicht mehr so die Fähigkeit zu haben, mich selbst zu heilen. Ja. Frische Waren. Verkauf. Yay! Ich schätze, das geht in Bringe Ordnung. Ihn zum Grab von Ödlicht. Um große Schätze zu erhalten. Knochenschlüssel. Nicht nur einen von, ne? Erschafferschlüssel, Engelschlüssel, Dämonenschlüssel, Knochenschlüssel. Ödlicht. Wo ist Ödlicht? Naja. Nein, ich will wissen, ein von unbekannter Herkunft. Und was es kann, weiß man auch nicht. Komm, wir kaufen mal. Für 50.000. Und für 20 Medaillons eine ererbte Kiste und schauen mal, was da drin ist. Eine neue Waffe. Du hast eine gute Wahl getroffen. Mit der Fähigkeit schnell. Kauft man da noch eine von. Okay. Und noch eine von. So. Und jetzt schauen wir mal eben, was die so können. Weil das sind ja jetzt irgendwie mega episch legendäre Sachen. Yay, das ist schlechter als das, was wir bei haben. Das auch. Und das auch ist ja krank. So, wo sind denn meine, wo waren das? Wo waren das? Das hier. Ah, okay, dann sind die besser. Mhm. Besessene Kiefe. Auch alles besessene Gegenstände.
Ist das hier Ödlicht? Ich weiß gar nicht, wie die Länder wirklich heißen. Das vielleicht, sollte ich mir vielleicht auch erstmal... Baum des Toten, Reich der Toten, okay. Ödlicht. Wenn ich hier irgendwo Ödlicht finde, weiß ich, wo ich hin muss. Grab der Goldene, nein, nein, nein. Breche. Labyrinth des Seelenlenkers, genau da will ich eigentlich hin. Aber jetzt, wo wir gerade in der Nähe sind, würde ich gerne auch diese Truhe hier vorne noch eben mitnehmen. Vielleicht ist da ja was drin, was man gebrauchen kann. Tschoos. Hier? Was soll denn hier was sein? Hab ich irgendwie die Maulwurfsfähigkeit noch nicht erworben? Ach, hier drüben. Na, das war jetzt nicht unbedingt so der Highscore, ne? Gut. Dann auf die Karte. Und da ist auch noch was. Will ich das jetzt haben? Ist bestimmt eh nur Scheiß. Ewiger Thron. Müssen wir da hin? Wenn ich da mit dem... Rüstung, Waffen... Ich glaube, das ist das, ne? Mit dem Kanzler müssen wir reden. Und der ist doch da vorne dann, glaube ich. Um zum Labyrinth zu kommen. Ja. Hi. Der fahle Reiter in Nein. Fleisch und Blut. Kläfentraining. Das kam unerwartet. So, erstmal alles lernen, danke. So. Volles Potenzial nennt sich das Ganze. Sieh dich nach Belieben. Verkaufen. Mal gucken, ob wir dir auch noch gerade irgendwas andrehen können. Nein, ich glaube nicht. Und... Hallo, Kanzler. Du Affe. Pass auf, wo du hinpilzt, Reiter. Die Toten erheben sich noch. Nee, okay, hier nicht. Dann gehe ich mal zu dem... König. Vielleicht kann ich mit dem eben quatschen. Der will nicht reden. Ja, dann müssen wir halt direkt... Ich probiere mal... Über die Karte... das wäre der nächste Punkt. Ist dann hier. Anscheinend. Der Stachel. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ja, dann laufe ich halt noch 2 Meter. Gib mir mein Pferd, Mann. Tschüss. So, und jetzt gehen wir mal eben Vollgas. Moment. Ich werde deinen Kopf. Ja. Nee, bestimmt nicht. Tschüss. Noch ein Stück müssen wir. Jetzt hier irgendwie runter. Dann müsste da vorne... Geradeaus jetzt eigentlich. Ist das hier? Sieht... auch interessant aus. Aber nicht, als hätte es wirklich einen Nutzen. Na komm, du stirbst. Nö. Nicht wirklich. Okay. Weiter geht's. Was war denn das für ein Geräusch? Nein, hier war ich. Das hätte ich gewusst. Ist hier das Labyrinth des Seelenlenkers? Bin ich da jetzt gerade?
Nein, ich bin erstmal nur... Keine Ahnung, wie komme ich da hin denn? Weiß man nicht. So, dann lasst uns erstmal ein ganzes Stück laufen, beziehungsweise springen und fliegen. Und dann kann ich das hier... Yay! Ah, okay, und dann so komme ich jetzt auch auf die andere Seite, darüber. Okay, und das geht sogar wieder rückwärts. Und jetzt kann ich... Jetzt bleibt das permanent da. Schön, okay, gut. Weiß ich Bescheid. Mhm. Hier lang. Ist das jetzt das Labyrinth? Ach, erzähl nicht. Labyrinth des Seelenlenkers. Folge diesen zu entkommen. Okay. Lies das geheimnisvolle Buch. Will ich das geheimnisvolle Buch lesen? Also hier scheint es nichts anderes zu geben als das geheimnisvolle Buch. Und halt das Ding, was wir gerade noch gefunden haben. Also, schätze ich mal, lese ich das geheimnisvolle Buch.